was ein kleiner Junge trifft, muss ich kaufen! Ja! Wow! Oh mein Gott, Leute! Leon und Leute sind die Apple Vision Pro. Was? Für 700 Euro! Das da für 700? Und? Alter, Leon und Tina hat den Lambo gestartet! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind heute mit Leontina am Start. Und hinter ihm ist ein Tor mit allen möglichen Feldern. Wir haben einmal Nerf, alle Prime-Sorten, PlayStation 5, Lego, Apple Vision Pro Brille. Digga, wir haben Nintendo Switch, Lamborghini. Da musst du dich überraschen lassen, was dann kommt. Ja, dann haben wir hier, guck mal, das, eins der krassesten Felder, das iPhone 15 Pro Max, Leontin. Und wir haben ja noch Taxis. Ihr seht, das Tor sieht richtig krass aus. Und Leontin, du musst gleich hier vom 11-Meter-Punkt schießen. Du hast insgesamt 10 Schüsse, okay? 10 Schüsse. Und das, was du in 10 Schüssen triffst, muss ich dir gleich kaufen. Das heißt, es wird ultra krass, Alter. Leute, wir sind hier übrigens im Çalhanoğlu Fußballzentrum. Kommt hier alle vorbei. Hier ist in die krasse Soccerhalle und auch Jump House nebenan. Ich stelle jetzt auf jeden Fall die ganzen Kameras auf. Lasst ein Like da und kostenlos Abo für die 3 Millionen Abonnenten. Und Leontin, bevor wir anfangen, noch eine wichtige Sache. Erstmal, du hast richtig geiles Ronaldo-Outfit an. Mach mal bevor es losgeht, Leute, der neue Burger-Pommes-Song kommt raus am 9. März um 10 Uhr. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, ihr könnt euch ultra drauf freuen. Und ganz wichtig, der neue Merch, Leute, ist der krasseste, den wir je rausgebracht haben. Die Paulberger Burger-Pommes-Kollabo hier mit iCrimex und der Paulberger Limo. Und natürlich ich mit dem Burger-Pommes im orangen Lambo. Hey, also ich finde, das ist der krasseste Merch jemals. Ey, no joke, oder Leute, der ist streng limitiert. Es gibt folgende Beilagen dazu. Einmal eine Paulberger Limo Bubblegum direkt von iCrimex für euch höchstpersönlich. Die Autogrammkarte von Marvin, iCrimex und mir, Leute. Und natürlich die Burger Pommes CD. Richtig geil. Hier ist natürlich auch der Burger Pommes Song drin. Und eine glückliche Person gewinnt ein goldes Ticket. Gemeinsame Aufnahme mit Max, Marvin, Leontino mit mir. Und ich würde sagen, Leute, jetzt kann es losgehen mit der Challenge. So, der erste Schuss von 10, Leontin. Der Ball liegt schon bereit. Leute, hier sind die Sachen. 3, 2, 1, 0. Ey, was soll das denn jetzt hier? Angetäuscht. Ey, nicht antäuschen hier. Oh, oh, das war erstmal eine Null. Aber Leontin, 9 Treffer hast du noch. Okay, Leute, ey, schreibt mir mal in die Kommentare, auf was würdet ihr zielen? Ich bin richtig gespannt. Der nächste Schuss, Leontin. Ich will die Nintendo. Nintendo Switch? Wow! Alter, die ist sogar abgeflogen. Digga, du hast die einfach getroffen. Ich würde sagen, das zählt. Also Leontin hat eigentlich das Band hier getroffen, aber komm, das zählt, würde ich sagen. Das zählt auf jeden Fall. Dann nehmen wir den Ball. Okay, Leute, Nintendo Switch wird schon mal hier gekauft. Ja. Let's go, auf den Mediamarkt. Okay, Leontin, wir sind jetzt hier zum Smith Toys. Ja, und ich freue mich so sehr. Jetzt lass mal hier reingehen. Hä? Ach, das ist schon wieder Ausgang. Okay, jedenfalls, ich würde sagen, wir gehen mal hier rein, Leute, und genau, warum nicht zum Mediamarkt? Wir sind jetzt einfach gerade bei Smith Toys und hier gibt es ja auch einen Nintendo Switch, Leute. Hier gibt es ja gefühlt alles im Smith Toys in Mannheim. Genau, lass jetzt mal hinten gucken, ne, bei der Switch, was es so gibt. Vielleicht kannst du dir eine holen, die du noch nicht hast, okay? Ja. Weil es gibt ja auch so Switch Lite, Switch Pro und was weiß ich alles. Dann können wir jetzt mal gucken, was wir da finden. Und let's go, Mann. Oh, Alter. Guck mal, hier in Blau, Switch Lite, Pink, Lila. Dann gibt es hier die OLED-Variante. Guck mal, in Rot gibt es hier sogar. Rot, Schwarz oder Weiß, okay? Warte. Dann die normale Switch. Welche kostet am meisten? Ey, was soll das denn heißen? Ich nehme die. 330. Oh mein Gott, Leontin. Ist das dein Ernst, Alter? Ja. Och Mann, ey. Leute, na gut, okay. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal die Switch, ne? Let's go. So, einmal die Nintendo Switch, Leontin, für dich, ne? Okay, einmal Karte bitte. Let's go. So, Leute, ich werde jetzt mit links schießen und dann treffe ich sofort iPhone. Oh mein Gott, Leute, ich würde sofort. Digga. Und? Hä? Was war das denn, Leontin? Hä? Warum hast du mit links geschossen? Ich habe aus Versehen mit links. Ach so, aus Versehen. Ja, okay, dann kriegst du nochmal den Versuch. Dann kommt jetzt der dritte Versuch, ne? Bitte, was war das denn, ey? Ich gehe jetzt auf Prime. Du gehst auf Prime? Ja. Hä? Was war das denn? Versuch Nummer 3, Leute. Weiter geht's jetzt. Okay, Leute. Versuch Nummer 4. Ich versuche jetzt aber vor allem. Wow!
das war eindeutig ein Treffer auf die Prime, Leute. Eindeutig. Prime hast du bekommen. Warte, nein, nein, nein. Nicht, sonst geht das auch noch mit ab. Halt mal kurz. Okay, Leute, wir machen jetzt hier einmal Prime ab. Das hast du getroffen. Sehr gut. Leute, und zwar kriegst du alle Prime-Sorten aus dem Candy Store. Okay? Ja! So, Leontin, wir sind jetzt hier beim Candy Store SFD in Ludwigshafen am Start. Moin! Und Leontin, du hast ja die Prime getroffen eben bei der Soccerhalle. Ja. Und hier gibt es die meisten Prime-Sorten. Ich glaube, du musst dich einmal umdrehen. Ach so. Wow! Alter, guck mal! Ey, Alter! Ey, let's go, Leontin. Ey, nimm mal jede Prime-Sorte, nimmst du und einmal. Orange, ja. Watermelon. Boah, glaubst du, kannst so viel überhaupt halten? Raspberry. Dann nochmal hier Tropical Punch. Boah, und noch Ice Pop. Oh mein Gott, Leontin. Okay, lass mal jetzt vorgehen und jetzt testen wir nochmal gleich alle, oder? Let's go. Let's go, Leute. So, Leontin, guck mal. Wir sind jetzt hier mit den ganzen Prime-Sorten und Farah, du hattest gemeint, deine Lieblingssorte ist Metamoon, ne? Von denen, die du probiert hast hier. Aktuell, ja. Von den Sorten, die wir hier haben, ist Metamoon meine Lieblingssorte. Okay, okay. So, Leontin, jetzt bin ich gespannt. Du darfst jetzt jeder einmal kurz probieren und dann... Und dann musst du gleich sagen, welche schmeckt am besten. Ich weiß für mich schon, welche am besten schmeckt. Mm. Lecker. Lecker? Bin gespannt, Leute. Schreibt eure Lieblings-Prime-Sorte in die Kommentare alle. Eispop ist richtig süß. Strawberry Watermelon. Echt? Okay, Strawberry Watermelon ist für Leontin der Sieger. Leute, wir nehmen natürlich jetzt nochmal alle mit, Leontin, und dann geht's in die Soccerhalle jetzt wieder, ne? Let's go. Jetzt kommt Versuch Nummer 5, glaube ich. Also, warte, auf was zielst du? Auf Lego. Okay, wenn du Lego triffst, heißt das, du dürftest, egal was, die aussuchen von Lego, egal was. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, okay. Ey, guck mal, ich sag mal so, Versuch Nummer 5 war das. Du darfst die nächsten Versuche auch aus der Hand schießen, wenn du willst. Weil dann ist das vielleicht einfacher, die oberen Sachen auch zu bekommen, weil die sind ja teurer, ne? Ich gehe jetzt lieber auf Takis. Auf Takis. Oh, stark. Let's go. Takis hast du auch abgeräumt. Oh mein Gott, Leontin. Jetzt holen wir jede einzelne. Ey, guck mal, wir haben hier Nitro, wir haben Volcano. Wir haben Crunchy Fajitas, wir haben Dragon Sweet Chili, Intense Nacho, Ninja Teriyaki. Digga, wir haben hier alle Sorten gefühlt, die es gibt, Alter. Ne? Alter, nimm dir mal einfach alle Sorten einmal, ne? Ninja Teriyaki nochmal hier. Guck mal hier, Crunchy Fajitas. So, Volcano noch, ne? Nitro hast du? Nee. Leute, wir nehmen nochmal hier Nitro. Ja, perfekt, ne? Sehr gut, Leute. Auf zur Kasse. Also, Leute, ihr seht hier nochmal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Taki-Sorten. Digga. Oh, Leute. Und es sind 36,42. Okay, Leontin, wir haben jetzt hier alle Sorten. Welche ist deine Lieblingssorte? Welche möchtest du testen? Ich will Ninja Teriyaki, zeig die nochmal. Alter. Ja, die sind richtig geil. Lass den mal knallen richtig. Oh, willst du? Ja, ja, lass mal knallen. Yeah, Alter. Die hat richtig geknallt. Dann fetzt jetzt mal richtig. Boah, komm, ich nehme auch mal ein paar, die sind richtig geil. Mm. Ja, Mann. Dann Rocco, wir gehen wieder zurück in die Soccerhalle. Bis gleich. Also einfach quasi so nach oben schießen. Okay. Boah, du bist eine Maschine, Leontin, Alter. Boom. Okay, Leontin, du darfst jetzt hier alles von Lego aussuchen, was du möchtest. Ich würde sagen, auf zu Smith Toys. Ich mache jetzt mal Lego ab, weiter geht's. So, Lego war ja das Feld. Wir sind jetzt hier zu Smith Toys und... Ich werde mir das teuerste mit. Das ist der Ausgang. Aber ey, ist mir auch schon ein paar Mal hier passiert, bin ehrlich. Nein, wird nicht rausgeschnitten. Jetzt Eingang. Okay, Leontin, jetzt musst du dir auf jeden Fall ganz genau die Lego-Abteilung angucken und dann wirklich gucken, was das Beste ist. Ich werde das teuerste Lego holen. Das teuerste? Ey, hol dir doch das coolste. Vielleicht so für 20 Euro so ein Lambo, weißt du? Ich will mich verarschen. Ja, okay. Oh, guck mal, hier Neuheiten. Eiffelturm für 36 Euro. Nimm das, ne? Ey, Bro, nicht die Vitrine. Nicht die Vitrine. Übertreib hier nicht, ey. Ich mag's zwar nicht, aber ich will das hier. Was? Für 700 Euro. Das da für 700? Für 700 Euro. Oder das für 700? Das da. Das da? Ja, dann kann ich dich abrechnen. Oh, aber guck mal, hier gibt es noch für 430 einen Zug. Es gibt noch für 270 eine Ente. Eule. Und nochmal hier für 400 ein Schloss. Was willst du? Auf Ehre, weil ich so Ehrenmann bin. Nee, komm, ich habe gesagt, nein, egal was du willst. Wir nehmen das. Warte, auf Ehre, das hier nicht. Nicht? Ja. Ja, Digga, ey, komm, Alter, ich hol einen Smith-Boys-Mitarbeiter. Oh mein Gott, Leontin, jetzt Alter, wird die Vitrine oh hier aufgeschlossen. Oh. Ist offen? Ja.
zur Seite schieben, Leontin. Ah. Oh. Okay, ich dann. Will das, hier. Das willst du? Genau das hier. Okay, warte, kann man da das andere auch öffnen? Oh mein Gott. Okay, ganz, ey, ganz vorsichtig, das kostet 700 Euro, Leontin. Nicht fallen lassen. Oder soll ich rausholen lieber? Alter, das ist viel zu fett. Ich nehme das dir raus. Warte, komm. Ich glaub, das ist zu schwer für dich, oder? Alter, aber halt ey, so einen großen Karton habe ich noch nie gesehen. Alter. Alter. Boah, das ist richtig schwer. Oh mein Gott. Das ist schon echt schwer, ne? Darf ich mal okay. versuchen? Nee, ich glaube, das kriegst du nicht hin, Leontin. Jetzt lassen wir zur Kasse, ne? Ja, lass Leute, mal zur Kasse. Gleich geht's weiter, let's go. Also, Leontin, du kannst dich jetzt vorbereiten. Du hast jetzt noch, ich glaube, 3 oder 4 Versuche. Und Leute, ich zeige euch auf jeden Fall, was jetzt gerade noch hängt. Leontin hat schon viel abgeräumt. Nerf ist doch frei, das ist auch ein großes Ding. PlayStation 5, Apple Vision Pro, Lamborghini oder iPhone 15 Pro Max. Ich bin richtig gespannt, was du treffen wirst. Weißt du jetzt, wie man nach oben schießt auch? Geht auf Lamborghini. Auf Lamborghini, okay. Wie gut bist du eigentlich, Leontin? Ja, Mann. Ey, er ist so eine Maschine. Alter, du bist der Krasseste, ich sag dir ehrlich, ey. Er hat eiskalt Lambo getroffen. Okay, sehr, sehr geil. Ja, jetzt hat er erstmal die Box zerstört. Ey, was kann die denn dafür? Sei doch froh, dass du die getroffen hast. So, Leontin, du hast ja Lamborghini eben ja auf dem Schild gehabt. Ich würde sagen, Augen auf. Ja, Alter. Digga, wir sind jetzt einfach beim Automobilzentrum Rhein-Neckar. Digga, der hat wie immer so krasse Autos. Ey Leute, schaut mal, das erste Auto, was hier schon steht, Digga, ist einfach ein Lamborghini Aventador, Digga. Bruder, ist der geil. Sag ehrlich, Leontin. Boah, ist der fett. Und lass mal jetzt umgucken und in deinen Lieblings-Lamborghini darfst du dich auf jeden Fall auch reinsetzen. Guck mal, da ist auch einer hier. Gleich. Aber Alter, der sieht schon ultra fett aus. Guck dir mal den an, ey. Boah. Okay, Leontin, guck mal, willst du noch drin kurz gucken oder hast du dich schon entschieden hier für den? Echt jetzt? Ja. Ich würde sagen... Mach mal ich auf hier. Dann den. Okay, warte, ne, erstmal nur reinsetzen, okay? Digga, Leute, das ist ein Lamborghini Huracan STO. Ey, Leute, schaut mal, wie geil der aussieht, Bro. Alter, ist der fett, Leontin. Natürlich kann ich den dir nicht schenken, der ist zu teuer. Okay, Leontin, warte, nein, nicht so. Das kommt da links hin, das Bein. Und das, guck mal, da in der Mitte drauf. Bitte? Genau, geht das so? Ja. Okay, die ganze Zeit Fuß da lassen wir jetzt, okay? Und... Alter, Leontin hat den Lambo gestartet. Und jetzt kannst du wieder ausmachen. Alter. Und jetzt das angefühlt? Alter, ey. Sag Kleiner ehrlich. Junge hat einfach Lambo eingeschaltet. Einfach. Digga, ey, das ist echt krass, der Wagen. Also wirklich 10 von 10 ist der. Und dann würde ich sagen, auf wieder zurück zur Fußballhalle. Let's go. Okay, Leontin, Alter hat noch... Die Apple Vision Pro. Apple Vision Pro? Ey, das wäre krank, wenn du die kriegst. Sag dir ehrlich. Ich sag dir ehrlich, das wäre krank. Was? 5, Digga. Oh mein Gott. Ey, du bist so eine Maschine, Leontin. Bruder, wie kann das eigentlich sein? Leute, ich hänge die PlayStation 5 ab. Jetzt wird die PS5 hier gekauft beim Mediamarkt, ne? Ja. Let's go, Leute. So, Leontin, ja. Du hast auf jeden Fall die PlayStation 5 getroffen eben beim Soccer, bei der Soccerhalle. Wir sind jetzt hier im Mediamarkt in Ludwigshafen. Kommt alle vorbei. Wir gehen jetzt sofort in die PlayStation-Abteilung und du darfst dir deine PlayStation aussuchen. Oh ja. Auch wenn du... Gesundheit, was war das denn? Jedenfalls, Leute... Leontin hat zwar schon die eine oder andere, aber vielleicht findest du ja auch wieder... Oh, nein, ich habe keine mehr. Ich habe alle verschenkt. Wirklich? Ja, ja. Oha, ja, dann brauchst du ja wirklich mal wieder eine PlayStation 5. Ja. Dann lass jetzt mal hin. Let's go. Mhm. Okay, Leontin, wir sind jetzt hier in der PlayStation-Abteilung. Ah, die mag ich nicht so. Echt, wieso? Weil die keine CD hat? Nee. Ah, okay. Guck mal, da ist PlayStation 4. Ist auch gut, ne? Nee. Nee? Aber die ist doch günstiger. Die kostet nur 299. Ja, okay, ich hab schon verstanden. Und ja, ja, welche willst du jetzt? Sag mal. Soll ich dir sagen? Ja. Ey, komm auf Ehre, weil ich so ein Ehrenmann bin. Ja. Ich jetzt die PS4. Echt jetzt? Nimmst du PlayStation 4? Ich nimm jetzt die PS4. Oha, let's go. Nicht. Ey, Bro, jedes Mal, Mann, ich bin richtig sauer. So. Ich freue mich immer schon, nur die Hälfte ausgeben. PS5. Und okay. nur, dass ihr wisst, wer die PlayStation haben will, jeder muss in die Kommentare #BurgerPommes schreiben. Okay, wenn ihr die PlayStation haben wollt, schreibt einfach mal Burger Pommes in die Kommentare. Okay, dann nimm mal mit. So, Leontin, jetzt wird erstmal die PS5 hier geholt, ne? Ja, das ist ja jetzt auch deine neue dann. Ja. Let's go. Oha. Hier wird das Ding hier erstmal abgenommen, das Sicherheitsding, Leontin, ganz wichtig. Okay, Leon. Alter.
Let's go. PlayStation ist jetzt gekauft, ne? Und jetzt geht's auf jeden Fall ab in das Auto mal erstmal einparken. Und später dann wird natürlich gezockt. Aber wir gehen natürlich auch nochmal zur Soccerhalle. Yeah. Let's go. Let's go. Nächster Versuch. Was versuchst du, Leontin? Aua, du hast mir voll aufs Ohr gehauen hier. Das iPhone. iPhone? Schau, ey, da musst du perfekt in den Winkel treffen. Das sieht man von hier nicht mal, so klein ist das. Let's go. Ah, Leute, ich würde sagen, Leontins allerletzter Versuch kommt jetzt. Was? Wow. Alter, Leute, Leontin hat einfach Apple Vision Pro getroffen. Oh mein Gott, Leute. Ey, Leontin, komm mal her. Du hast einfach mal das teuerste hier getroffen, außer natürlich Lamborghini. Und darauf erstmal eine Paulberger Limo, ne? Leute, Apple Vision Pro, boom. Beziehungsweise zack. Oha, richtig krass. iPhone hat er nicht getroffen und auch nicht Nerf, aber ist nicht schlimm. Digga, du hast richtig gut geschossen. Let's go. Wir sind jetzt wieder hier im Mediamarkt in Ludwigshafen am Start, Leute. Und jetzt gucken wir erstmal wieder, ob die in der Apple-Abteilung die Apple Vision Pro haben. Mal gucken. Let's go. Okay, wir sind jetzt in der Apple-Abteilung. Du siehst, hier gibt es die iPhones, Apple Watches und so weiter. Hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal mehr iPhones, AirPods Max, AirPods. Hier die ganzen Laptops, iMacs. Leute, hier noch weitere MacBooks. Lol, was macht Leontin da? Leute, Burger Pommes Song, ihr wisst Bescheid, der kommt bald. Auf die Eis mit Pommes in den Burgerheim. Ey, ich frage nochmal kurz nach, wo die Apple Vision Pro haben und dann melden wir uns gleich. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Leontin hat jetzt hier die Apple Vision Pro zum Anprobieren. Alter, oh mein Gott. Ich sehe dich einfach in groß. Ey, wie ist das? Sag ehrlich, Digga. Alter. Ey, Leute, Leontin weiß gar nicht, das ist gar nicht die echte Apple Vision Pro. Aber ich hole jetzt einfach eine andere. Er weiß das gar nicht, Leute. Ich check das nicht. Okay, jetzt lass die mal holen. Die ist krass, ne? Ist gut, sagst du? Ist gut, die Apple Vision Pro? Hallo? Hörst du mich? Warte, ich konzentriere mich gerade. Ach so. Ich weiß gar nicht, was du da gerade machst, aber okay. So, Leute. Leontin hat jetzt auf jeden Fall die Apple Vision Pro. Meinst du, das ist wirklich die echte? Ja, ja. Natürlich ist die echte. Klar doch. Versprochen. Ja, ja. Versprochen. Jetzt lass mal zur Kasse und dann gucken wir mal, ne? Let's go. So, dann haben wir jetzt hier die Apple Vision Pro, natürlich. Das ist wirklich eine Apple Vision Pro. Ja. Ja, natürlich. Waffeleisen ist es nicht. Ja, siehst du, Leontin, kein Waffeleisen, ne? 549,99. Hast du gehört? 5.499 Euro. Alter, richtig oh viel, mein ne? Gott. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann mit Karte, bitte. Jawohl. So, ey, Leontin, du hast mich wirklich hops genommen. Lukas, was denn? Wieso steht hier eigentlich dieses MetaQuest 3? Ach so, ja, ich weiß nicht, warum sich Apple jetzt so genannt hat. So ey, du willst mich doch irgendwie hops nehmen. Das ist bestimmt nicht die echte. Ach so, ja, doch. Ey, Lukas! Ey, was denn? Das ist nicht ey, Leute, lasst ein Like da, ein kostenloses Abo, ciao!